Das sind deine ultimativen FAQ zum Fliegen mit Kind. Du freust dich auf den Urlaub, aber der Flug macht dir echt Kopfschmerzen. Im Internet sagt irgendwie jeder was anderes und jetzt bist du noch mehr verunsichert als vorher. Darfst du Flüssigkeiten mit ins Flugzeug nehmen? Wie funktioniert das mit dem Kinderwagen? Und was machst du gegen den Ohrendruck? Wenn dich auch 1 Million Fragen plagen vor deinem ersten Flug mit Baby oder Kleinkind, dann bist du hier genau richtig. Heute beantworte ich dir alle wichtigen Fragen rund ums Fliegen mit Kindern. Hi, also erstmal vielen Dank für die ganzen super Tipps. Eine Frage habe ich noch. Kann ich heißes Wasser mit in den Flieger nehmen? Ich muss Milch anmixen und ja, vielleicht auch kaltes Wasser. Mein Kleiner trinkt relativ viel und das Geld kann ich mir ja sparen. Ja, du darfst für kleine Kinderflüssigkeiten direkt mit ins Flugzeug nehmen. Also Wasser, Brei, alles was du brauchst. Aber Moment mal, ich weiß, was du jetzt denkst. Überall heißt es doch 100 Milliliter maximal und in kleinen, durchsichtigen Beuteln verpackt. Wie komme ich denn damit durch die Sicherheitskontrolle? Bei der Sicherheitskontrolle musst du die ganzen Flüssigkeiten rausnehmen und vorzeigen, aber du brauchst sie nicht in separate Beutel zu packen. Kleiner Tipp, pack dir die Flüssigkeiten einfach in eine kleine leichte Box, dann kannst du die mit einem Griff rausnehmen und musst nicht im Koffer rumwühlen, bis du alle Gläschen oder Flaschen und so weiter gefunden hast. Und darfst du gleich die ganze Urlaubsration im Handgepäck mitnehmen? Also es heißt immer in angemessener Menge. Was genau das bedeutet, liegt natürlich immer am Ermessen desjenigen, der das prüft, aber ich nehme immer Essen und Brei und sowas mit für 2 bis 3 Tage, sodass ich, falls mein Koffer verloren geht oder sowas, auch überleben kann oder falls ich keinen Supermarkt finde gleich. Und damit bin ich bisher auch immer durchgekommen. Und den Rest, wenn du mehr mitnehmen willst, packst du einfach in den Koffer. Gibt es eigentlich im Flugzeug Babymilch oder Brei? Also Babymilch gibt es nicht an Bord eines Flugzeugs. Brei je nach Strecke schon. Also auf einem Langstreckenflug auf einem anderen Kontinent kriegst du wahrscheinlich schon ein Gläschen Brei. Auf dem Flug nach Mallorca mit der günstig Airline würde ich mich darauf lieber nicht verlassen. Was die Milch angeht, ist das mit dem abgekochten Wasser im Flugzeug auch so eine Sache. Das Wasser wird im Flugzeug nämlich nur auf Trinktemperatur erwärmt, also für einen Kaffee normalerweise. Das heißt, es wird nicht abgekocht. Und du kannst das heiße Wasser dann auch eben nur dann haben, wenn die Flugbegleiter gerade Zeit haben, es dir aufzuwärmen und zu bringen. Ich habe auch schon erlebt, dass sie mir aus Sicherheitsgründen überhaupt gar kein Wasser geben können. Und so ähnlich ist das auch beim Brei. Da habe ich auch schon erlebt, dass sie mir aus Sicherheitsgründen nicht aufwärmen konnten. Am anderen Flug haben sie ihn mir aufgewärmt, aber das hat Ewigkeiten gedauert. Und dann war es trotzdem irgendwie eigentlich gar nicht warm. Und mein Sohn hat in der Zeit natürlich ziemlichen Terror gemacht. Also wenn du unabhängig sein möchtest von den Flugbegleitern und dein Kind dann füttern möchtest, wenn es Hunger hat, dann nimm dir am besten eine Thermoskanne mit heißem Wasser mit, so eine kleine, und einen Thermosbehälter mit Brei. Die Thermoskanne kannst du am Flughafen nochmal im letzten Kaffee auffüllen lassen, wenn du auf einem langen Flug bist, sodass es dann auch wirklich auf jeden Fall reicht. Wie du mit dieser Thermoskanne voller kochend heißem Wasser und einer normalen Wasserflasche bis zu 14 Stunden Flug schaffst, erzähle ich dir im nächsten Video. Wenn du den Thermosbehälter vorher kurz mit heißem Wasser auffüllst, sodass der auch wirklich heiß ist und dann morgens so richtig, richtig heißen Brei da reinmachst, dann hat der mittags auch ganz gute Esstemperatur. Werde ich einen Flug buchen und habe ein Baby mit dabei, bekomme ich dann automatisch ein Babybett gestellt? Nein, leider nicht. Diese Babybettchen, die man also vorne an die Wand immer hängen kann, wo man die Babys dann reinlegen kann manchmal, gibt es grundsätzlich nur auf Langstreckenflügen. Auf solchen Mittelstreckenflügen innerhalb von Europa gibt es sie eigentlich gar nicht. Und dann ist es so, wenn du das buchen möchtest, musst du nach deiner Buchung bei der Airline anrufen und kannst das dazu buchen. Leider brechen inzwischen die meisten Airlines allerdings Gebühren, also nicht für das Bettchen selbst, sondern für den Sitzplatz für den Erwachsenen. Also du musst quasi so einen Sitzplatz mit erweitertem Beinraum buchen, der so zwischen 50 und 180 Euro kosten kann. Wenn du so ein Bassinett, wie das Bettchen halt heißt, gebucht hast, dann ist es so, dass das erstmal nicht da hängt, wenn du in den Flieger steigst, sondern das wird erst dann aufgehängt, wenn die Reiseflughöhe erreicht ist. Und falls es irgendwelche Turbulenzen gibt oder auch nur das Anschnallzeichen halt an ist, musst du das Baby da auch wieder rausnehmen. Ja, mich würde interessieren, ob ich kostenlos einen Kinderwagen mitnehmen kann. Ja und nein, das hängt von der Fluglinie ab, aber einen zusammenklappbaren Kinderwagen kannst du eigentlich fast überall kostenlos mitnehmen. Ja, und muss ich für einen Autositz eigentlich Geld bezahlen? Ha, jetzt wird's schon schwierig. Also manche Fluglinien sind da sehr, sehr großzügig und lassen dich 2 oder sogar 3 Teile mitnehmen, also ein Kinderwagen, ein Autositz, ein Babybett. Manche sind da sehr, sehr strikt und lassen dich überhaupt gar nichts kostenlos mitnehmen, sondern es zählt dann halt als Reisegepäck. Ich habe dafür einfach mal eine Übersicht erstellt, aus der das auch wirklich klar hervorgeht, wie viel man und was man mitnehmen darf für die wichtigsten Airlines. Die kannst du dir auf meiner Seite runterladen und dann schaust du am besten für deinen Flug direkt dort mal rein. Wenn ich mit dem Kinderwagen verreise, kann ich den Kinderwagen dann bis zum Gate mitnehmen oder wie kriege ich den ins Flugzeug? Das interessiert mich. Es kommt drauf an, und zwar auf den Flughafen und zum Teil sogar auf das Terminal in dem jeweiligen Flughafen.
Und jetzt denkst du dir vielleicht, na toll, dann weiß ich ja immer noch nicht, was mit dem Kinderwagen passiert. Verzage nicht, eigentlich gibt es nur drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass der Kinderwagen, und das gilt übrigens für Autositze ganz genauso, auf dem Band, wo deine Koffer eingecheckt werden, auch genauso wie die Koffer mit abfährt. Zweite Möglichkeit ist, dass dein Kinderwagen zwar so einen Gepäckaufkleber bekommt, genauso wie die Koffer auch, du ihn dann aber noch zum Sperrgepäckschalter bringen musst und er dort dann auch wegfährt, genauso wie die Koffer. An vielen Flughäfen gibt es inzwischen solche Leihkinderwagen, wo man die Kinder dann reinsetzen kann, aber halt nicht überall und die sind auch nicht unbedingt immer für Babys geeignet. Also nimm dir auf jeden Fall irgendwie ein Tragetuch, Manduka, Ergo Baby, was immer du benutzt, mit, damit du dein Kind halt nicht die ganze Zeit dann auf dem Arm haben musst. Die dritte Möglichkeit ist es, dass du deinen Kinderwagen tatsächlich mit bis zum Flugzeug nehmen kannst. Das heißt, der kriegt auch so einen Aufkleber wie die Koffer und dann kannst du mit dem durch die Sicherheitskontrolle gehen. Dort muss der komplett leer gemacht werden. Du musst das Kind auf den Arm nehmen und dann wird der Wagen zusammengeklappt, entweder mit durchleuchtet auf dem Band oder der wird manuell durchleuchtet. Dann kriegst du ihn wieder, kannst dein Kind halt wieder reinsetzen. Dann kannst du damit bis zum Gate gehen und dort sagen dir die Leute, die dort die Bordkarten kontrollieren, dann auch, was du damit dann machen musst. Es kommt dann aber tatsächlich ein netter Flughafenmitarbeiter und sammelt deinen Kinderwagen ein und packt den in den Frachtraum von dem Flugzeug. Der Kinderwagen kommt in der Regel genauso wieder aus dem Flugzeug raus, wie er auch reingekommen ist. Wenn du ihn mit bis zum Flugzeug nehmen konntest, kann es allerdings sein, dass du ihn trotzdem nur auf dem Sperrgepäck oder auf dem normalen Gepäckband wieder bekommst. Am allerbesten fragst du da beim Aussteigen die Flugbegleiter, die wissen das in der Regel. Wenn du einen Kinderwagen hast, wo man die Babyschale so draufklicken kann mit einem Adapter oder so, dann gilt das in der Regel eigentlich nur als Kinderwagen mit zwei Teilen. Das heißt, du kriegst zwei von diesen Gepäckaufklebern und kannst auch beide Teile dann mit bis zum Flugzeug nehmen, wenn das denn der Fall ist, dass das an dem Flughafen geht. Die Babyschale selber kannst du nur dann mit ins Flugzeug reinnehmen, wenn du für das Kind auch einen eigenen Sitzplatz gebucht hast. Bevor wir aber zum Sitzplatz kommen, kommt der Kinderwagen arg ramponiert wieder aus dem Flieger? Lohnt es sich eventuell, einen Zweitwagen anzuschaffen? Also ich bin inzwischen 36 Mal mit Kinderwagen geflogen und bisher ist er immer heile angekommen. Das ist natürlich im Zweifel eher Glück und keine Garantie. Die Kinderwagen werden halt auch nicht besser behandelt als die Koffer. Und das ist halt nicht so toll. Also wenn du einen wirklich teuren Kinderwagen hast und dein Kind auch nicht mehr liegen muss, dann würde ich schon empfehlen, so einen kleinen zusammenklappbaren Wagen zu kaufen. Die sind halt wirklich nicht so teuer und dann ist es nicht so schlimm, wenn er halt kaputt geht. Kriegt das Baby einen eigenen Sitzplatz im Flieger? Und wie wird das Baby angeschnallt? Wenn du einfach nur einen Flug mit Baby oder Infant buchst, dann hat das Baby keinen eigenen Sitzplatz. Es sitzt auf deinem Schoß. Wie das Kind angeschnallt wird, ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland wird es mit so einem kleinen Babygurt, der sogenannte Loopbelt, angeschnallt. Der wird an den Gurt des Erwachsenen gehängt und dann für das Baby ganz normal zugemacht, wie so ein Erwachsenensitzgurt auch. Und damit hängt das Baby quasi an dir dran sozusagen. In anderen Ländern, besonders in Nord- und Südamerika, ist es so, dass das Baby gar keinen extra Sitzgurt bekommt. Da muss man es halt einfach festhalten. Und dann hast du noch die Möglichkeit, für dein Baby auch einen eigenen Sitzplatz zu buchen. In dem Fall kannst du dann einen Autositz, eine Babyschale oder halt auch für größere Kinder einen normalen Autositz mit ins Flugzeug nehmen, wenn der vom TÜV Rheinland das Siegel For Use in Aircraft hat. Oder du kannst einen sogenannten Care-Score verwenden. Mich würde interessieren, ab wann darf man ein Baby überhaupt mit ins Flugzeug nehmen? Bei den meisten Fluglinien dürfen gesunde und termingerecht geborene Kinder ab 8 Tagen fliegen. Natürlich macht es erstmal Sinn, sich überhaupt mit der neuen Situation vertraut zu machen. Also ich persönlich fühle mich wohl, ab so 3 Monaten mit dem Baby zu fliegen. Aber jedes Kind ist anders und am besten hörst du da einfach ein bisschen auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, dein Baby ist nicht bereit für einen Flug, dann ist es das wahrscheinlich auch nicht. Wenn das Baby zu früh geboren wurde, besonders wenn es Lungenprobleme hatte, dann auf jeden Fall vorher mit dem Kinderarzt sprechen. Und auch wenn das Kind irgendwie einen akuten Infekt hat mit Schnupfen oder sowas, auf jeden Fall vorher nochmal mit dem Kinderarzt sprechen. Gibt es beim Fliegen eigentlich eine Ermäßigung für meine Kinder? Babys, die keinen eigenen Sitzplatz haben, kosten in der Regel so Pi mal Daumen 10% des normalen Flugpreises für Erwachsene. Kinder ab 2 Jahren oder wenn du für ein kleineres Kind einen eigenen Sitzplatz buchst, zahlen je nach Fluglinie so zwischen 75 bis sogar 100% des Flugpreises, den halt auch ein Erwachsener zahlt. Die haben dann natürlich auch einen eigenen Sitzplatz. Hat das Baby Anspruch auf einen Koffer, wenn es keinen Sitzplatz hat? Das ist leider auch sehr, sehr unterschiedlich von Fluglinie zu Fluglinie. Bei manchen darf man, wenn man für das Baby keinen eigenen Sitzplatz gebucht hat,
20 Kilo Freigepäck mitnehmen, bei anderen überhaupt gar nichts. Auch beim Handgepäck ist das sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen darf man eine extra Wickeltasche und noch sonstigen Kram mitnehmen und bei anderen wiederum darf man überhaupt nichts mitnehmen. Wie das genau bei deiner Fluglinie aussieht oder wenn du mehrere mal vergleichen möchtest, bevor du buchst, kannst du auch in die Übersicht schauen, die ich erstellt habe, findest du auf meiner Webseite und dort ist das ganz detailliert aufgelistet, was du an Freigepäck und an Handgepäck mitnehmen darfst. Auf jeden Fall zählt alles, was du mit in die Kabine nimmst, als Handgepäck, egal ob es fürs Baby ist oder für dich. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, was kann ich tun, wenn das Kind ununterbrochen schreit? Wie kann ich die Mitreisenden milde stimmen? Was tue ich denn dann? Und das, da das ein umfangreicheres Thema ist, gibt es dazu nochmal ein separates Video. Also klick am besten jetzt gleich auf Abonnieren, damit du das nicht verpasst. Kann ich mit Baby ein Online-Check-In machen? Nein, ich habe noch keine Fluglinie erlebt, wo ein Online-Check-In mit dem Baby funktioniert hat. Auch die Automaten am Flughafen kriegen das in der Regel nicht hin. Also stell dich darauf an, dass du dich tatsächlich in der Schlange anstellen musst. Darf mein Kind zu fliegen in eine Reisepass? Ja, absolut. Selbst wenn du nur von Hamburg nach Holland fliegst, braucht dein Kind einen Reisepass. Für Kinder kannst du dir einfach beim zuständigen Bürgeramt einen Kinderreisepass holen. Der kostet so um die 13 Euro und den kannst du sofort mitnehmen. Achtung aber, falls du in oder auch nur über die USA fliegst, dort bräuchtest du für einen Kinderreisepass noch ein zusätzliches Visum. Da ist es dann einfacher, sich einen richtigen Reisepass zu holen, wie für Erwachsene auch. Der kostet um die 37 Euro und dauert so 3 bis 4 Wochen. Falls du 3 bis 4 Wochen gar nicht mehr hast, kriegst du innerhalb von 3 Tagen auch noch einen Expresspass. Der kostet dann allerdings schon so 70 Euro. Es gibt nur ganz wenige Länder, die den Kinderreisepass nicht akzeptieren. Um sicher zu gehen, schaust du aber am besten vorher nochmal beim Auswärtigen Amt auf der Webseite nach. Einfach unter Google das Land und Einreisebestimmungen eingeben und ist eigentlich das Auswärtige Amt immer einer der ersten Treffer. Und da steht das ganz klar aufgelistet, mit welchen Dokumenten du einreisen kannst und ob du vielleicht noch ein Visum dazu brauchst. Wie muss man sich das Wickeln an Bord vorstellen? Passt der Papa als helfende Hand in die Bordtoilette? In jedem Flugzeug gibt es mindestens eine Toilette, die so einen runterklappbaren Wickeltisch hat. Der Papa wird als helfende Hand wahrscheinlich nicht mit in die Bordtoilette reinpassen. Aber eigentlich ist das dort auch so eng, dass es zumindest den Vorteil hat, dass das Kind da auch überhaupt gar nicht runterfallen kann. Achtung aber, die Wickeltische sind relativ eng, also pack deine Wickelunterlage nicht ganz so voll, sodass du das Kind auch gut drauflegen kannst. Was kann ich tun, damit meine Kinder während dem Fliegen, beim Starten oder beim Landen keine Ohrenschmerzen bekommen? Wir Erwachsene kennen das vielleicht selber vom Flugzeug oder auch wenn man in die Berge fährt. Man kriegt so einen Druck auf den Ohren und der geht dann halt nach einer Minute oder so wieder weg. Bei Kindern funktioniert dieser Druckausgleich zwar auch schon, allerdings nur so alle 5 Minuten und im Schlaf sogar noch seltener. Das Gute ist aber, man kann diesen Druckausgleich anregen, indem man die Kinder einfach zum Schlucken animiert. Das heißt, bei Babys eine Flasche geben oder stillen beim Starten und sobald du halt merkst, dass das Flugzeug wieder zur Landung ansetzt und wieder runtergeht. Ansonsten geht auch ein Schnuller oder bei größeren Kindern kann man auch mal was zum Naschen geben. Vielleicht was, was sich halt auch über einen längeren Zeitraum hinzieht. Ihr wisst schon, so diese kleinen Teddybären oder solche Sachen. Es gibt auch Ohrstöpsel, die diesen Druckausgleich unterstützen. Die gibt es allerdings erst für Kinder ab 1 Jahr oder halt für Erwachsene. Mama, kriegt im Flugzeug Spielzeuge? Tja, also auf einem Langstreckenflug in der Regel schon, wobei das manchmal auch nur so kleine Buntstifte und ein Malbuch sind oder auch mal ein aufblasbarer Ball, mit dem man im Flugzeug auch nicht so richtig viel anfangen kann. Aber vielleicht gibt es ja von Mama und Papa ein kleines Überraschungsgeschenk. Abonnier meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Hast du noch eine andere Frage? Schick sie mir, ich beantworte sie dir auf jeden Fall. Vielen Dank an alle, die mir Fragen geschickt haben und Videos gemacht haben. Das war eine echte Hilfe.